So, wir können mit unserem Abendprogramm beginnen. Und da haben eine ganze Reihe ja schon den Weg hierher wieder gefunden. Das ist sehr, sehr schön. Wir wollen heute Abend auch wieder am Anfang miteinander singen, einige Lieder. Und bevor wir natürlich in das gemeinsame Singen einsteigen, begrüßen wir nicht nur hier die, die im kleinen Saal sind, sondern wir nehmen auch wieder ganz bewusst unsere Livestream-Truppe mit hinein, die heute Abend uns wieder zugeschaltet ist. Auch denen ein ganz herzliches Willkommen. Vielleicht haben Sie ja sogar ein grünes Liederbuch irgendwo zu Hause rumliegen. Und dann sage ich jetzt mal ganz frisch die drei Nummern, die wir da so miteinander singen wollen. Nummer 101, dann ist das die Nummer 276. Und wir wollen dann noch von Befiehl deine Wege, was wir heute Morgen zitiert haben, aus dem Lied Nummer 447 einige Strophen singen. Aber nur so mal so als erste Richtung. Ich sage das nochmal im Einzelnen an, aber erst einmal beginnen wir mit 101. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesungen. Ja, wieder ausgekramt aus den Tiefen unserer Jugend, also in meiner Jugendzeit. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank. 276. Und da kommen diese Ich-Bin-Worte von Jesus, die da von Christoph Zehntner mit der Melodie von Johannes Nitsch vertont wurden. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir singen dieses Lied miteinander.
Heute Morgen habe ich einige Strophen aus Befiehle deine Wege zitiert und die wollen wir heute Abend auch singen. 447 in unserem grünen Liederbuch sind immerhin 9 der Strophen von Paul Gerhardt aufgelistet. Und wir singen jetzt die erste, einfach weil es die erste ist. Und dann die 3, die wir heute Morgen zitiert haben, das ist die 5., 7. und 8. Also fürs Kurzzeitgedächtnis geht das, ne? 1, 5, 7, 8. Folgt einfach der Majorität an dieser Stelle. Danke euch. Vielen Dank. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch gerade für diese Lieder, die wir miteinander singen konnten, in denen wir unseren Glauben, unser Vertrauen zu dir ausdrücken dürfen und es auch uns gegenseitig zur Ermutigung und zur Orientierung zusingen können. Wir danken dir dafür, dass du das alles für uns bist, dieser wunderbare Gott, der sie offenbart in diesen Ich-Bin-Worten, dass du es bist, durch den wir die Vergebung der Sünden erfahren haben und wir lobpreisend da sein dürfen und sagen können, wo ist solch ein Gott, der das tut, was du uns getan hast. Und ja, und trostvoll wissen, du hast alles, absolut alles in deinen Händen. Und wir unser kleines, verzagtes, auch manches Mal so trotziges Herz
immer wieder zur Ruhe bringen können bei dir, unserem Gott. Und auch heute Abend bitten wir dich für unser Bibellesen, dass du es segnest. Wir bitten dich, dass Gutes geschieht, dass Bleibendes, dass Göttliches geschieht. Wir bitten dich, dass du am Wirken bist durch deinen Geist. Wir bitten dich, dass für uns hier in diesem Raum, wir bitten dich, dass für die, die mit uns verbunden sind oder zu einem späteren Zeitpunkt sich noch in diese Konserve einloggen. Danke für all diese Wege, die du hast, um Menschen mit Worten von dir zu erreichen. Auch an diesem Abend bist du da durch deinen Geist. Gepriesen seist du. Amen. Matthäus Evangelium, erstes Step, reinkommen ins Evangelium, zu erkennen, es geht um Jesus in seiner königlichen Dimension, der christologische Aspekt, um diesen Jesus in seiner heilsgeschichtlichen Dimension für das auserwählte Volk Israel, aber weit darüber hinaus, Jesus mit seiner ekklesiologischen Dimension, er zeigt schon die Zukunft seiner Gemeinde an, Jesus mit seiner eschatologischen Perspektive, er kommt zurück. Das waren so die Grundachsen für Matthäus im Step 1. Er wird uns präsentiert mit dem Stammbaum, er ist da, wunderbar. Schritt 2 war das Weihnachtsevangelium nach Matthäus. Mit der Konzentration auf die Geburtsgeschichte, nur durch Wort erfährt Josef, wie er das zu verstehen hat. Die Erfahrung der Weisen aus dem Morgenland, um zu begreifen, da geht die Tür weit, weit, weit auf für uns, die Heiden, die zur Krippe dürfen, niederknien am Kind und es anbeten und sich freuen können, dass sie Jesus haben dürfen. Und der Hintergrund für Befiehl deine Wege nach Weihnachten ist der Teufel los. Tatsächlich, die Auseinandersetzung findet statt, aber Gott kommt zielgenau mit seinem Sohn zu seinem Punkt und bringt ihn über die Ägyptenschleife genau dahin, wo er ihn haben will, nach Nazareth. Dort wächst er auf. Und jetzt springt unser Matthäus von diesem zweiten zum dritten Schritt einfach Pi mal Daumen rund 30 Jahre weiter, wenn wir jetzt in Matthäus 3, 4 von diesem Anfangsevangelium den entscheidenden Schritt heute wagen, bevor es dann in den ersten großen Redekomplex in die Bergpredigt hineingeht. Also heute Kapitel 3 und 4. Wir lesen den kleinen Abschnitt, um reinzukommen, ab Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, ich habe den ersten Text übersprungen. Nicht, weil er nicht wichtig wäre, sondern einfach aus Zeitmanagementgründen. Denn natürlich, ganz klar, kein Evangelium startet ohne den Täufer. Der kommt überall. Der kommt bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas, bei Johannes, unterschiedlich positioniert. Er kommt immer. Der Täufer steht da. Der Angekündigte nach Jesaja 40 angekündigt. Der Täufer ist der große, wunderschöne Grenzgänger. Er zeigt die Grenze an zwischen dem alten Bund einerseits und öffnet die Tür für den neuen Bund andererseits. Ohne Täufer kein Start für Jesus. Unendlich viel gäbe es zu sagen. Lassen wir jetzt an der Stelle ruhen. Ich kann an der Stelle, wenn ihr wollt, meinen Werbeblock einfügen. September 2022 gibt es eine Bibelkonferenz nur zum Thema der Täufer. Ja? Eine ganze Woche lang alle Täufertexte von daher buchen und dann klappt das. Also jetzt erstmal zurück. Matthäus 3 haben wir also den Täufer als den großen Grenzgänger. Wenn er da ist, dann kann es losgehen. Wenn er da ist, dann kann es losgehen. Er ist da, also kann es jetzt losgehen. Und jetzt haben wir den ersten richtigen Jesus-Text. Den ersten richtigen Jesus-Text, nämlich zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Und Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir.
Natürlich würden wir sofort sagen, wir verstehen den Täufer. Ganz klar, der Täufer hat gut und richtig reagiert. Das ist ja etwas, was uns erst einmal klar ist. Und das ist natürlich eine komplette Umstellung von oben und unten. Denn logischerweise, oben steht Jesus und unten steht der Täufer. Und jetzt sieht es aber so anders aus. Es sieht so aus, als ob oben der Täufer stünde und unten Jesus. Es werden also die Verhältnisse umgedreht. Und natürlich leistet hier der Täufer einen gesunden und angemessenen und gehorsamen Widerstand. Er sagt ihm, so geht das nicht. Du kannst dich nicht von mir taufen lassen. Und Jesus sagt, doch, das machen wir jetzt genau so. Warum machen wir das jetzt genau so? Wir machen das deswegen genau so, weil es, so heißt es ja hier, geschehen muss, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wir kommen auf diese eigenartige Formulierung gleich noch. Jesus stellt sich in den Jordan. Und natürlich für uns alle glasklar, Jesus brauchte für sich die Taufe des Täufers nicht. Er brauchte nicht diese Taufe, die Ausdruck der Umkehr der Buße, die Ausdruck der Bitte um Vergebung der Sünden, weil er brauchte sie für sich nicht. Und trotzdem ist sie der klare Start seines Lebens als Messias. Er stellt sich da hinein. Wir sind im Jordangraben, das heißt, wir sind an dem für uns Menschen tiefsten Punkt, den man so ganz normal noch erreichen kann, nach dem, was wir wissen. Weiter runter geht's nicht mehr. Man ist im Jordangraben und im Jordangraben noch im Jordan, in der Brühe und taucht dann noch ein, mitten in diesen Jordangraben. Da steht Jesus. Und da steht er mit allen anderen Normalen, die da auch stehen. Er macht sich also gleich. Er macht sich gleich. Er stellt sich in meinen Jordan, er stellt sich in meine Brühe, er steht da, wo ich stehe. Und bevor es irgendwie losgeht, ist das die erste große Botschaft, dass Jesus in meinem Jordan angekommen ist. Da, wo ich zu stehen habe, wo du zu stehen hast, da steht jetzt Jesus und bringt zum Ausdruck, genau so ist richtig, da gehöre ich hin. Ich gehöre dahin, wo du stehst. Und schon wissen wir, wie der Satz weitergehen muss, damit ich dir das abnehme, was auf dir drauf liegt. Ja, ich tausche mit dir. Der Weg, dass ich zum Sünder werde, ist damit schon von vornherein dokumentiert. Ich will da in deinem Jordan stehen. Das ist ja für uns das pure Evangelium überhaupt, dass wir nicht einen Jesus haben, der von oben runter guckt und sagt, Andreas, jetzt streng dich noch mal an. Du schaffst das. Gib noch ein bisschen mehr Gas. Wir kriegen das gemeinsam hin und jetzt komm und ich stehe immer noch in meinem Jordan drin und krieg das von mir aus nicht hin. Ich schaffe es nicht. Und jetzt stellt sich mein Jesus in meinen Jordan, übernimmt meinen Kram an meiner Stelle. Da steht er. Und deswegen ist das so gut, dass die Wirksamkeit von Jesu mit dieser Taufe beginnt. Das ist das eine, was sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr schön hier zum Ausdruck gebracht wird. Das andere, was natürlich hier zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass wir hier an dieser Stelle natürlich jetzt sehen, dass er jetzt diesen Satz hat, diesen eigenartigen Satz sagt, nämlich, dass es uns gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist ein ganz, ganz erstaunlicher Satz. Einmal, weil er nicht sagt, es gebührt mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, sondern er sagt das ja im Plural, es gebührt uns, mir, Jesus und dir, dem Täufer, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er nimmt also den Täufer mit in das Geschehen hinein. Und das ist die klassische Frage, die klassische Formulierung, mit der zum Ausdruck gebracht wird, das, was ich jetzt hier tue, tue ich nicht aus eigenem Interesse, tue ich nicht aus eigener Überlegung, sondern das, was ich jetzt hier tue, tue ich in der Erfüllung der Vorgaben und der Pläne des lebendigen Gottes. Er bringt hier also seine Willenskundgabe zum Ausdruck. Ich tue den Willen des Vaters. Und der Vater hat mir seinen Willen gesagt. Und zum Willen des Vaters gehört, in den Jordan stehen, deutlich dokumentieren, Identität mit allen, Gleichwert mit den Menschen. Es ist hier eine Gerechtigkeit, die geschehen muss. Es gibt einen Plan. In diesem kleinen Sätzchen, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, steht das große Geheimnis aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, dass es einen Plan gibt für die Rettung dieser Welt, dass der Vater, der Sohn im Geist
einen vorweltlichen Plan getroffen haben, mit dem diese Welt erlöst werden soll. Das ist nicht einfach ein Gag, das ist nicht irgendwie eine Nebensache. Es war alles geplant und jetzt wird eins nach dem anderen abgearbeitet. Das Besondere ist, nicht nur Jesus steht da drin, sondern es steht auch der Täufer drin. Auch der Täufer ist Anteil der großen Planung Gottes. Der Himmel ist aufgetan, Jesus geht runter, stellt sich in die Brühe, entsprechend der Planung Gottes. Und jetzt haben wir eben diese Formulierung, dass sich genau in diesem Augenblick der Himmel auftut. Und mit der Himmel auftut, sie auftut, das haben wir aus Jesaja 63, wo der Himmel so wunderschön zerreißt, dann kommt eben der Geist Gottes herab, also eine wunderschöne trinitarische Stelle, die hier deutlich wird. Und eine Stimme vom Himmel spricht die Gottesstimme. Das ist mein lieber Sohn. Wow, jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Bezeichnung von Jesus. Das hatten wir bisher ja so noch nicht. Wir hatten Christus, den Messias. Wir hatten zweiten Adam. Wir hatten den Erfüller in der Abrahamslinie. Wir hatten den Davideten, den König. Das hatten wir alles schon. Aber jetzt haben wir was ganz anderes. Jetzt haben wir, dass der Himmel, dass die Gottesstimme sagt, den da, der in der Jordanbrühe steht, das ist mein Sohn. Unglaublich. Jetzt findet eine Verbindung von zwei Welten statt, die wir bis heute in unser kleines Hirn nicht reinkriegen. Wir haben es versucht, natürlich haben wir es versucht. Ist auch gut, sollen wir ja auch. Aber es gelingt uns gar nicht, diese beiden Naturen, diese beiden Welten, die sich in Jesus zusammenfinden, sinnvoll auszudrücken. Der ganze Mensch, der mitten im Jordan steht, ein ganz normaler Mensch. Und gleichzeitig, das ist Gott, der lebendige Gott, der seinen Sohn da hineingestellt hat. Und diese Kombination aus ganz Mensch, ganz Gott, steht am Anfang wunderschön da, während die Brühe vom Jordan um diesen Jesus herumschwimmt. Das ist mein Sohn. Dieser Mensch, der da im Jordan steht, ist mein Sohn. Tiefster Punkt. Das Erstaunliche, Matthäus ist gut. Matthäus erzählt das Ganze nochmal. Aber viele Kapitel später, Kapitel 17. Kapitel 17 sind wir nicht beim Jordangraben, sondern wir sind auf einem hohen Berg. Ja, also topografisch super. Wir waren ganz, ganz unten, jetzt sind wir ganz, ganz oben. Das Angesicht von Jesus ist nicht im Jordangraben stehend. Das Angesicht von Jesus wird verklärt, verherrlicht, verändert sich. Wie die Sonne, heißt es in Matthäus 17. Mose, Elia treten auf, wir kennen die Szene. Und es passiert, der Himmel geht auf. Wieder die Stimme und wieder der Satz. Wieder der Satz. Dies ist übrigens mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, jetzt wer bitte? Der da im Jordan graben oder auf dem hohen Berg? Und der Vater sagt, ihr müsst das beides sehen. Ihr müsst den da sehen, im Jordan graben, der sich mit euch eins gemacht hat und ganz Fleisch, ganz Mensch geworden ist, alles getan hat, sich erniedrigt hat bis in die tiefste Stelle. Und ihr müsst den sehen auf dem hohen Berg mit dem verherrlichten Angesicht, wo das alttestamentliche Personal zu ihm kommt und ihm entsprechend dient. Den Gekrönten, den Allmächtigen, meinen Sohn, der auf dem Thron sitzt bei mir. Das ist Jesus. Jesus 1 und Jesus 2, beide brauchen wir. Wir brauchen den vom Jordangraben und wir brauchen den vom hohen Berg. Wir brauchen den, der mit uns identifiziert hat und seinen Weg gegangen ist, gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und wir brauchen den, dessen Name erhöht worden ist über alle Namen, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen. Aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist Jesus. Von Jordangraben bis da oben. Von Matthäus 3 bis Matthäus 17. Genau, wunderbar. Eine Diagonale durch die ganze Topografie Israels gezeigt. Das ist unser Jesus. Der Himmel ist auf. Der Sohn Gottes ist da. Der Täufer war da. Die Tür ist auf.
Jesus war da und ist da, identifiziert sich mit uns auf ganz eigenartige Weise. Der Vater spricht, das ist mein Sohn. Was soll denn jetzt noch passieren? Jetzt geht doch alles auf, jetzt ist alles geschehen. Und jetzt kommt dieser unglaubliche Bruch. Dieser unglaubliche Bruch im Text. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage lang und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? Das heißt, die sprachliche Brücke ist doch klar. Da oben hat gerade einer gesagt, der Himmel geht auf und sagt, das ist mein Sohn, der an dem Jordan grabt, das ist mein Sohn. Und dann kommt die dämonische Macht und sagt, bist du Gottes Sohn? Beweis es, dass du es bist. Jetzt sind wir mittendrin in Matthäus 4. Markus, Lukas, Matthäus, alle haben ganz bewusst diese wichtige Versuchungsgeschichte im Evangelium. Bevor die ersten großen Auftritte, bevor die ersten Jünger berufen werden, bevor irgendein Wunder geschieht, kommt dieser Text. Müssen wir ihn lesen? Ich glaube, die meisten von uns kennen ihn gut. Der Versucher tritt auf. Er hat drei Versuchungen, die gebracht werden. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus antwortet mit 5. Mose 8, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Jesus antwortet wieder mit 5. Mose 6, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Darauf führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe da, traten Engel zu ihm und dienten ihm. Woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Da war ja niemand dabei. Ist ja unglaublich. Da war ja niemand dabei. Das ist was ganz Wichtiges, dass wir bewusst machen, dass wir davon wissen, kann nur durch Jesus direkt geschehen sein. Er wollte ganz unmittelbar, dass seine Leute aller Zeiten das wissen. Okay? Es gibt so Texte, die haben einen ganz besonderen Offenbarungsgrad. Schöpfung, woher wissen wir das? War niemand dabei? Was war vor der Welt los? War niemand dabei. Wir erfahren, wie es im Himmel zugeht, Hiob 1. Da ist niemand von uns dabei. Die Zukunft ist niemand von uns schon gewesen. Die Versuchungsgeschichte war niemand dabei. Es gab keine Augen- und Ohrenzeugen, die mitstenografiert haben, die mit ihr kleines Handy haben laufen lassen, um eine Audiodatei zu machen. Niemand. Es musste uns geoffenbart werden. Es sollte uns geoffenbart werden. Es sollte uns allein deswegen schon in einen hohen Aufmerksamkeitsgrad hineinführen als Jesus Leute, dass wir wissen, das musste uns gesagt werden. Das musste uns gesagt werden. Das müssen wir wissen. Bevor Jesus startet, kommt das Stück hier. Das muss wichtig sein. Ja, das ist wichtig. Jesus wollte, dass wir das wissen. Radikaler Bild- und Blickwechsel von dem offenen Himmel, das ist mein lieber Sohn, zur teuflischen Anfechtung, bist du Gottes Sohn? Radikaler Blickwechsel. Das, was hier abläuft in Matthäus 4, ist ja die Paradiesgeschichte 2. Es wird ja genauso konstruiert wie die Paradiesgeschichte 1. Also hier kommt Adam 2, erinnern wir uns?
Adam 1 war ein Paradies, ein wunderschöner Bereich. Adam 2 kommt in die Wüste, in den Tempel, auf den Berg. Adam 1 wird einmal ganz kurz versucht und es haut ihn raus. Adam 2 wird dreimal versucht innerhalb von 40 Tagen, die dazugehören. Bei Adam 1 geht es um ganz schlichten Vertrauensgehorsam. Vertraue dem, was Gott gesagt hat. Bei Adam 2 geht es ganz einfach um genau dasselbe. Vertraue diesem Gott. Bei Adam 1 ist er einfach komplett gescheitert mit dem Vertrauensgehorsam. Und Adam 2 ist nicht gescheitert. Deswegen müssen bei Adam 1 in Konsequenz alle raus. Alle müssen raus. Bei Adam 2 wissen, jetzt können alle rein. Jetzt können alle rein. Bei Adam 1 ist das Paradies zu, bei Adam 2 geht das Paradies wieder auf. Bei Adam 1 stehen Engel davor, bei Adam 2 stehen die Engel drin und die ihn nehmen. Das ist komplett parallel konstruiert. Der Sohn wird versucht. Und der Satan, der hier auftritt, der personifiziert auftritt, ist also auch personifiziert gibt, scheitert woran? Er scheitert am Vertrauensgehorsam des Sohnes Gottes, der sich an die Worte Gottes hängt. Daran scheitert er. Was soll denn der Sohn machen? Es ist hochinteressant, man muss es in seinem Kopf sich das einmal vergegenwärtigen, dann vergisst man das nie wieder. Und dann sieht man 1000 Parallelen immer und immer wieder. Es ist etwas ganz Entscheidendes, dass er ihm angeboten hat, Sohn Gottes zu sein. Der Satan hat ihm angeboten, Sohn Gottes zu sein, in ganz bestimmten, ganz wesentlichen und wichtigen Kategorien. Es sind drei Bereiche, die zu klären sind. Der Sohn soll endlich als Wohltäter auftreten. Er soll die soziale Frage, er soll die Brotfrage klären. Endlich die Frage aller Fragen klären. Brot für alle, die soziale Kompetenz. Das wär's. Das ist bis heute das große Thema. Wenn wir das im Griff hätten, bei den Milliarden von Menschen, die sozialen Spannungen, die uns verreißen in den Kulturen und den Ländern und den Kontinenten, mit allem, was dazugehört, man sieht total viele Problemfelder vor sich, wie das endlich gelöst wäre. Soziale Problematik auf diesem Planeten. Wenn da einer käme, der das hinbekäme, das wär's. Aber er sollte nicht nur die soziale Frage lösen, er sollte die spirituelle Frage lösen. Wir brauchen einen, der einen spirituellen Mehrwert mit reinbringt. So eine kleine Fluchnummer vom Tempel, das wär's. So ein bisschen was, wow, drüber, ein bisschen mehr über dem Normalen, ein erkennbares Mehrsein in so einer Person, das wär's. Sondern die spirituelle Frage ist die bestimmende Frage, die immer wieder auftaucht, immer wieder. Wozu haben wir so eine Affinität zu Stars, wo wir den Eindruck haben, vielleicht hat er doch ein bisschen Mehrwert. Ist dann meistens nicht so viel, aber ein bisschen Mehrwert, ein bisschen was in mich heraushebt und mich auf ihn gucken lässt, weil er eben ein ganz anderer ist. Und neben der Brotfrage, der sozialen Frage und neben der spirituellen Frage ist es eben auch dann noch die dritte Frage, die Machtfrage. Wir brauchen endlich einen Weltenlenker. Endlich einer, der das Ganze mal wirklich jetzt hier sortiert, dem alle Reiche untertan sind, der dieses ganze Chaos mal ordnet. Oh, das wäre. Biete ich dir an. Der Teufel, das biete ich dir an. Das biete ich dir an. Das sei das. Sei der Sohn Gottes in Anführungszeichen als der, der die soziale Frage, die spirituelle Frage, die Machtfrage so löst. Das ist mein Angebot. Sei ein Wohltäter, sei ein Wundertäter, sei ein Weltenlenker. Herzlich willkommen, du Sohn. Aber mach eines nicht. Mach eines nicht. Geh nicht ans Kreuz. Du kannst gerne die Brotfrage lösen. Und alle sozialen Spannungen sind okay. Du kannst gerne diesen spirituellen Auftritt haben und deinen Fluch vom Tempel und sonstiges produzieren. Du kannst die ganzen Reiche der Welt haben. Wunderbar. Du kannst ein wunderbarer Messias werden. In der sozialen Frage, in der spirituellen Frage, in der Machtfrage.
aber ohne Kreuz. Das wäre ein eindrucksvoller Messias geworden. Eindrucksvoll. Stellt euch mal vor, was das für ein Messias wäre. Aber mit dem könnten wir heute punkten. Dann wären wir deutlich weiter mit seinem Einfluss, mit dem, was er zu sagen hätte, auf dieser buckligen Erde. Wir würden nicht so rumkribbeln als seine letzten übrig gebliebenen Dinosaurier-Nachfolger. Da hätten wir was, mit dem wir was machen könnten. Sozialkompetenz, spirituell, Machtfrage, alles geklärt. Unser Messias, guckt ihn euch an, lauft ihm hinterher. Aber der Himmel. Aber der Himmel wäre leer geblieben. Der Himmel wäre leer geblieben. Merken wir es. Wozu soll der denn kommen? Wozu soll der denn kommen? Er hat sich in den Jordan reingestellt, in die Brühe. Aber das muss der mit seiner sozialen Frage und seiner spirituellen Frage und der Machtfrage doch nicht tun. Doch er hat sich in die Brühe reingestellt. Er hat sich eins gemacht mit mir. Es muss alles erfüllt werden, wie es die Gerechtigkeit angeordnet hat, wie es den Plänen des Vaters entsprach. Geht dein Weg gehorsam, den Weg nach Philipper 2 bis zum Kreuz. Ja, mach diesen Weg. Aber geh nicht, sagt der Böse, geh nicht. Man muss das vergegenwärtigen, muss das wirklich vergegenwärtigen. Dreimal leistet Jesus mit Wort Gottes energischen Widerstand und dadurch haben wir einen, der die soziale Frage nicht gelöst hat. Wir haben einen, der die spirituelle Frage nicht gelöst hat. Wir haben einen, der die Machtfrage nicht gelöst hat. Aber wir haben den einen, der die Himmelsfrage gelöst hat. Ich komme jetzt in den Himmel. Und dann wird er, das wissen wir auch irgendwann, die soziale Frage und die spirituelle Frage und die Machtfrage klären. Aber das war der Weg, das war der Weg. Ein Wohltäter hätte nicht sterben müssen. Ein Wohltäter wäre geehrt worden. Ein Wohltäter hätte seine Anbeter gehabt, überall. Aber wir hätten als Jesus-Leute nicht als das zentrale Symbol unseres Glaubens ein Kreuz. Das hätten wir nicht. Wollen wir ihn? Wollen wir ihn? Wollen wir diesen Jesus? Wollen wir genau diesen Jesus, der für mich, für dich und für mich den Himmel aufgemacht hat? Das steht da drüber. Er entscheidet sich in diesen Augenblicken. Er entscheidet sich in diesen Augenblicken. In Matthäus 4 schon entscheidet er sich für das Kreuz. Ich gehe den Weg des Kreuzes. Und dann kapieren wir, warum das nachher in der ersten Leidensankündigung auch so schief gehen muss, als der Petrus das verhindern will. Erinnern wir uns, wo der Petrus dann so komisch sagt, diesen Weg gehe nur nicht. Und dann reagiert doch Jesus so für uns so schroff, dass Jesus da reinkeilt und sagt, geh hinter mich, du Satan. Meine Güte, was ist denn los? War doch eine nette Idee von Petrus, kann man doch verstehen. Wer will schon freiwillig seinen Messias in den Tod schicken? Aber jetzt begreifen wir es. Nein, ich muss diesen Weg gehen und nichts darf mich davon abhalten, dass ich diesen Weg gehe. So, jetzt springen, wir müssen ganz kurz springen für unseren Kopf. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber spring kurz mit mir. Denn genau das, was hier jetzt steht für Jesus, das gilt doch jetzt auch für seine Leute. Und für seine Gemeinde. Das ist doch genau unser Thema. Ich hätte so gern einen anderen Jesus. Also so kurzfristig, kurzatmig gedacht, hätte ich gern einen anderen Jesus. Ich fände das toll. Einen Jesus, der die soziale Frage löst, mit dem ich punkten kann. Und der einfach da
das einbringt und dann werden die Schwierigkeiten irgendwo von ihm weggebeamt und dann werden das alles gemacht und geregelt. Das wäre doch toll. Sag, frag Jesus, der löst das. Zack, hast du da dein Essen, da hast du deine Sozialwohnung, da hast du deine entsprechenden Probleme weg. Puff, 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 pa, mein Jesus. Ich hätte gern so einen spirituellen Jesus, mit dem ab und zu mal so einen kleinen Fluch hinlegen kann. So sagen kann, einmal von der Zinne runter zur Dokumentation der Power, die in diesem Jesus steckt. Das wäre doch nicht schlecht. Und wenn es einen Jesus gäbe, der wirklich die Machtfragen geklärt hätte, mit dem man wirklich auch mal die Herrschaftsverhältnisse in diesem verrückten Welt mal Klartext reden könnte und nicht immer so kuschen müsste, wäre schon nicht schlecht. Und jetzt merkt ihr, genau das geschieht seit 2000 Jahren. Wir sehen uns nach einer Transformation von unserem Jesus. Und wir haben das theologisch immer versucht hinzukriegen, also von diesem gekreuzigten Jesus ein bisschen wegzukommen zu der anderen Sorte von Jesus, zu Jesus, der ein bisschen sozial besser ist, der Spirituelles bringt, der auch in der Machtfrage was hinkriegt und man ein bisschen mitmischen kann in dieser Welt. Wir können doch gar nicht mitmischen. Mit diesem Gekreuzigten kommst du doch nicht durch. Das war's doch, warum die da in Korinth mit dem Apostel Paulus nicht klarkamen. Da kommt er und sagt, ich will unter euch nichts wissen als Jesus, als den Gekreuzigten. Und die sagen, nö, das wollen wir nicht. Das kommt nicht an, das ist nicht zeitgemäß. Das kommt unserer Multikulti-Landschaft in Korinth nicht an. Du mit deinem Gekreuzigten, da müssen wir was anderes bieten. Da muss Spirit her, da muss soziale Frage her, da müssen die Macht heben, da muss man was beweisen. Und dann kommst du da, du der Apostel Paulus, und sagst da einen von dem Gekreuzigten, das geht nicht. Doch, ich will nichts anderes wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Das sage ich euch, und sonst sage ich nichts. Es ist zeitlebens unser Problem, unser chronisches Problem. Es ist nachvollziehbar, man muss nur durchschauen, unser chronisches Problem, dass die Identifikation mit Jesus, dem Gekreuzigten, uns richtig schwerfällt. Wenn wir nicht sauber darüber nachdenken, wir hätten gern so ein bisschen einen anderen Jesus. Nein, 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 wir müssen es lernen, wir müssen es begreifen. So ist das. Und deswegen beamt unser Jesus einfach alle Krankheiten weg. Deswegen klärt unser Jesus nicht einfach alle Not unserer armseligen Gemeinden, wo der Spirit offensichtlich fehlt und die Wunder nicht so purzeln. Deswegen sind die Machtfragen dieser Welt noch nicht zugunsten des Evangeliums entschieden. Und wir eiern da vor uns hin und dümpeln und halten da unser Fähnchen hoch und singen unsere Lieder auf Jesus, den Gekreuzigten. Versteht ihr das? Das muss man sich für entscheiden, damit man nicht in die Fallen tappt, die seit 2000 Jahren aufgestellt werden. Lieber doch so ein bisschen einen anderen Jesus zu bekommen, mit dem man ein wenig an der Transformation der Gesellschaft partizipieren kann und ein bisschen was darstellt. Nee, wir stellen nichts dar. Aber abgesehen von der soteriologischen Dimension, wir brauchen Jesus, der den Himmel aufmacht, abgesehen von dieser ekklesiologischen Dimension, Vorsicht, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen, ist natürlich Matthäus 4 ein absoluter Text für die Zukunft, denn wir haben natürlich hier auch eine eschatologische Dimension. Denn jetzt ist uns alles klar. Irgendwann wird genau die Figur kommen, die all das erfüllt. Das liegt ja quasi auf dem Tisch. Die Figur kommt. Die Welt sehnt sich nach der Figur, nach genau der Figur, die die soziale Frage, die spirituelle Frage und die Machtfrage klärt. Und sie werden mit fliegenden Fahnen unendlich dankbar sein, wenn endlich dieser Messias kommt, der für sie die soziale Frage und die spirituelle Frage und die Machtfrage klärt. Und deswegen begreifen wir, warum diese Gestalt dann Antichristus heißt. All das, was der Christus nicht getan hat, aber was ihm satanisch angeboten wird, macht der Antichristus und verführt damit in einer dramatischen Art und Weise, wenn wir es als Jesus-Leute nicht vorher glasklar sehen. Das ist ein heiliger Text, den wir haben, ein heiliger Text. Weil wir Matthäus 4 dastehen und sagen, oh Herr Jesus, hab von tiefstem Herzen Dank, dass du an dieser Stelle
der Christus geworden bist, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und wir den haben, der den Himmel aufgetan hat. Das ist ein heiliger Text, weil er uns die Augen öffnet, dass wir als Jesusleute und als Gemeinde nicht in diese Falle tappen, die uns regelmäßig angeboten wird. Und es ist ein heiliger Text, weil er uns die Zukunft demonstriert und sie uns deutlich wird, dass wenn die Gestalt auftaucht, die endlich in der Dimension sich anbietet, die wird mit ganz großer Dankbarkeit angenommen. Gut, guter Jesus, das haben wir begriffen. Und wir stehen, bevor du eine Predigt gehalten hast, stehen wir schon am Fuß des Kreuzes von Golgatha. Stehen da als lesende Gemeinde des Matthäus-Evangeliums und sind dir unendlich dankbar, dass du das so für uns vorentschieden hast. Du hast für uns den Weg zum Himmel aufgetan. Jetzt kannst du doch anfangen. Nein, sagt Jesus, ich muss noch umziehen. Wie umziehen? Ist doch nett, Nazareth, aufgewachsen, kann doch losgehen. Nein, nein, ich muss noch umziehen. Steht da, Jesus zieht um. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, das heißt, der Grenzgänger ist weg, zog er sich nach Galiläa zurück und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum. Bibelstellen? Ja, tatsächlich. Da gibt es eine Bibelstelle für. Dieser Wohnort ist, es ist vorgegeben. Denn dieser Wohnort, dieses Dorf, das liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das liegt im Goyim HaGalil. Und das steht ja da. Siebtes Reflexionszitat, wir sind also fertig. Siebtes Reflexionszitat, damit erfüllt würde, was gesagt ist zu dem Propheten Jesaja, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa. Das Volk, das da im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Wenn wir zu Weihnachten Jesaja lesen, dann lassen wir den ersten Teil immer dummerweise weg. Weil wir dachten, mit diesen ganzen Ortsbezeichnungen, Sebulon und Naphtali, wer braucht das schon, Galiläa der Heiden? Aber was sind wir Heiden manchmal doof? Denn das ist unser Text. Das ist unser Text, dass Jesus im Galiläa Goyim, im Galiläa der Heiden, seinen Hauptwohnsitz eingerichtet hat. Hauptstadt Jesu ist Kapernaum, dieses Kaff. Da ist Langensteinbach eine Metropole dagegen, gegen dieses Kaff. Wer da heute hinfährt und die Ausgrabung an den guckt, Herr Jesus, wo hast du denn da Platz gehabt? In diesem Minidorf, in diesem Parseelendorf, das da am See Genezareth liegt. Da bist du hingezogen, in dieses Mischgebiet, wo eben nicht ein normaler Jude so richtig hingezogen ist, weil da eben auch andere waren. Es war das Galiläa Goyim, das Galiläa der Heiden. Und Jesus sagt, da muss ich hin, sagt uns wer? Der Jude Matthäus. Und wieder haben wir es. Das soll gar nicht wahr sein. Der Jude Matthäus berichtet uns wie kein anderer von diesem fundamentalen Umzug in die Hauptstadt von Jesus. Und die Hauptstadt von Jesus ist Kfarnaum, das Dorf des Nahum, dieses, ach, vielleicht 100 Seelenkaff, das da eben war. Oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch zu klein gemacht, aber das war wirklich ein Nichts. Und dort zieht Jesus hin. Ist das schön? Jesus zieht Richtung Heiden. Er zieht dahin, wo auch der und mir begegnen kann, damit das Licht aufgeht. So, und jetzt ist alles fertig. Jetzt hat er sich entschieden für den Weg des Kreuzes. Jetzt ist er umgezogen aus dem Kfarnaum. Jetzt ist alles fertig. Und jetzt heißt es in Kapitel 4, 17, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen.
tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es holt er sich seine ersten Apostel, die werden berufen, komm, folge mir nach. Jetzt fängt er an, tatsächlich das eigentliche Evangelium zu verkündigen. Das eigentliche Evangelium heißt, tut Buße. So schade, dass das bei uns so eine komische Vokabel ist und so einen komischen Geschmack hat. Ein Bußgeldbescheid. Das ist das Einzige, wo das Wort doch bei uns sinnvoll vorkommt, nicht wahr? Ja, und dann merken wir, das ist alles ja, und Buße tun, was ist das? Die Vokabel hat sich so dermaßen sprachlich verändert, wir brauchen da wirklich eine neue Besetzung dieser Vokabel. Diese Vokabel ist was Wunderschönes, die Vokabel heißt Dreh dich um. Kehr um. Du musst in deinem Weg der Gottlosigkeit, du musst in deinem Weg ohne Licht, du musst in deinem Weg ohne Himmel, du musst in deinem Weg ohne Gott, du musst in deinem Weg ohne Jesus nicht weitergehen. Himmelreich ist da für dich, das Evangelium. Du musst nicht den falschen Weg weitergehen, du musst nicht in der Nacht bleiben, du musst nicht ohne mich ins Gericht marschieren. Das Himmelreich ist da. Das ist die Botschaft. Und deswegen sind wir irgendwann umgekehrt, haben Buße getan, sind bei ihm angekommen und danken ihm von ganzem Herzen dafür. Wir danken ihm, auch heute, an diesem Abend, dass er sich in meinen Jordan hineingestellt hat. Ich weiß nicht, wie damals der Jordan war. Meine einzige Jordan-Erfahrung, die ich spürbar gemacht habe, war, als ich im Jordan einmal getauft habe. Nein, keine Sorge, ich war nicht der Täufer in dem Sinn, ich war schon ganz normal. Aber man tauft ja manchmal gern im Jordan. Also stand ich in dieser Brühe. Und dann musste ich an diesen Text denken. Und dachte, du hast dich für mich in diese Brühe hineingestellt, in meine Brühe. Du bist an meinen Ort gekommen, Herr Jesus, mit all dem, was mein Leben ausmacht. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich für mich, für den Himmel entschieden hast und deswegen ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir. Und ich will dich festhalten als das Glanzstück meines Lebens, Jesus, den Gekreuzigten. Und ich bete dich darüber an, dass du umgezogen bist, damit bei mir das Licht angeht. Ich umkehre. Und weiß, das Himmelreich ist jetzt für mich da. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. So hört es dann auf in Matthäus 4. Komm, folge mir nach. Und dann kommt der erste große Redeblock. Dann kommt der Bergprediger. Ich bete. Vater, wir danken dir. Wir danken dir so sehr für diese Texte. Ach, wenn wir diese Worte nicht hätten, was wären wir für komplett verlorene Leute. Und wie gut ist, dass wir diese Offenbarung, dass wir diese puren Gottesoffenbarungen haben, dass wir dich da sehen können an dem Ort deiner Versuchung. Und wir danken dir, Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich so wunderbar gewehrt hast mit dem dreifachen Nein und dich für das Kreuz entschieden hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt füllt sich der Himmel, weil du gehorsam warst. Danke dafür. Und wir beten dich an. Wir beten den Sohn Gottes, Jesus, den Gekreuzigten an. Keinen anderen wollen wir. Keinen anderen wollen wir. Deswegen halt auch uns ganz persönlich und halt auch uns, unseren Gemeinden auf diesem Weg, auf dem Weg des Festhaltens an Jesus, dem Gekreuzigten. Lass uns nicht liebäugeln, lass uns nicht abweichen, lass uns nicht auflösen, diese absolute Grundlage. Und damit lass uns auch gefestigt sein, wenn dann der kommt, der alles hell und gut zu machen scheint und doch den Himmel verschließt. Wir folgen dir nach.
Wir sehen dich, das Licht. Wir geben dir die Ehre. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden unsere lieben Freunde und Gäste aus dem Bereich des Livestreams. Wir lassen unser Matthäusevangelium ein ganz klein wenig ruhen, haben morgen unseren Sonntagsgottesdienst. Da sind wir auf einer ganz anderen Spur, auf der Spur der Psalmsonntage, und nehmen dann am Montagvormittag, so der Plan, um 10 Uhr dann wieder den Faden des Matthäusevangeliums auf, wie angekündigt, dann mit dem Einstieg in die Bergpredigt. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend, ein gutes Nachdenken, irgendwann eine gute Nacht. Schlaft wohl, bis morgen früh.